Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zurück bei Outriders, der Vollversion. Wow, ja, wir sind Klaus. Klaus hat eine etwas rosane Sniper auf dem Rücken. Interessant. Ja, was habe ich wehmütig getan? Ich habe wehmütig meine Weltstufe nach unten gesetzt. Ich glaube, wir werden niemals bei Weltstufe 15 ankommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir da niemals ankommen werden. Aber naja, vielleicht fühlt ihr euch ja alle gut, wenn ich hier so einen Müll baue, so einen Mist baue, ne? Könnte ja auch sein. So, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit opfert, um mit mir hier die Basis freizuräumen. Oh Gott, ich habe schon gar keinen Bock mehr. Alter, boah, was, der hier, der Mister. Ich glaube, du spinnst. Okay. Das ist doch mein Brandsniper. Wieso brennt die denn nicht? Komm doch gleich hinten raus. Wusste ich doch. Ich kenne dich. Ich kann das vorhersehen. Oh, da. Kopfi, zeig mir dein Köpfchen. Köpfchen. Bauri. Wieso brennen die denn? Oh, nee. Oh Gott. Leute, ich hab schon wieder Angst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was stimmt nicht? Was? Ich brauche einen anderen Stuhl. Ey, der Stuhl ist scheiße. Ich kann mich auf dem nie richtig... Jetzt fängt das schon wieder an. Also, was ist denn mit dem? Wo ist denn sein Kopf überhaupt? Hat geschlafen, glaube ich. Entschuldigung, bitte. Tut mir ja freilich sehr leid. Oh Gott, ey, was ist... Ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung muss ich jetzt alle meine Ausreden rausholen. Ich bin eventuell müde. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht kann. Ist er tot? Habe ich ihn umgebracht? Habe ich ihn erledigt? Ist er tot? Ja, da leuchtet was. Er ist tot. Oh, Mister. Können wir vielleicht mit ihm reden? Nein? Jetzt muss ich hinrennen. Jetzt muss ich. Oh. Und jetzt das. Yeah, bam. Weh. Ihr macht mir Angst. Ihr seid so gemein zu mir. Wieso seid ihr so gemein? Oh, nein. Hau ab. Klaus, du bist genau mittendrin. Oh, hört die. Wieso macht er nix? Oh nein, Klaus, noch nicht, das sollst du nicht machen. Oh Gott. Wo ist denn hier jemand? Oh, wie er einfach immer langsam ist. Oh nein. Oh, das fängt ja gut an, ey. Da krieg ich doch gleich wieder den Hals. Ich renne echt von einem schweren Spiel ins nächste. Das ist ja schrecklich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe früher, also ich glaube, ihr wisst das, ich habe normalerweise alles auf leicht gespielt und nur leichte Spiele. Und jetzt sitze ich hier und spiele sowas. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es macht halt schon irgendwie Spaß, ne? Ich sehe nichts. Alter, wieso brennt denn der nicht? Und wieso heißen die eigentlich alle nicht Bastard? Wenn ich jetzt Bastard sah, dann habe ich wieder das Gefühl, dass ich die beleidige. Oh. Oh, jetzt kommt der Dicke. Wow.
ungefähr ein anderer. Boah. Yeah. Bam, ey. Oh nein, du bist kacke. Es tut mir leid. An alle, die... Ey, nee. Weltstufenhinweis, ich geb dir gleich. Ich krabbel gleich in den Fernseher rein. Gibt's aber eine. Was ist denn jetzt hier mit dem Sniper? Wieso kommt denn der nicht? Da ist er. Er muss als erstes weg. Alle anderen sind nicht so schlimm. Okay. Okay, der ist tot. Wir machen erstmal diesen hier. Und das Problem ist, wir müssen jetzt da ganz schnell rankommen. Ja, war Feuer, ist okay. Okay. Oh. Oh. Da will einer hier direkt hier ranmachen. Oh. Nein! Haut doch ab! War nicht gut, oder? Dass ich direkt alle gemacht habe. Wäh. Sterb endlich, verdammt nochmal. Bist denn du für ein Verrecker? Wäh, ich muss hier weg. Klaus, wieso bist du so langsam? Oh, na toll. Gehst noch da hoch und lässt dich umbringen. Klaus, ich bin enttäuscht. Wieso scheitere ich hier so sehr? Wo ist der hin, der kleine Sniper? Ich muss ihn als erstes abschießen, aber er ist nicht da. Hey, was ist das für einer? Wo ist denn der? Hören Sie mal bitte auf. Ich finde das sehr gemein. Da oben ist er, jetzt ist er da. Gib dir, ey. Dang. Ich hab nicht nachgeladen, ich hab's vergessen. Also, wir sind uns doch alle einig, dass irgendwas in meinem Spielstil völlig im Eimer ist, oder? Finde ich sehr ungeil, muss ich sagen. Komm hoch, komm hoch. So. Da ist er. Ich einfach nichts treffe. Oh, jetzt machen sie alle. Ich will keinen Weltrang nach unten gehen. Das ist so traurig. Oh. Okay, wir versuchen es noch einmal. Und dann muss ich eben halt auf... Irgendwann bin ich auf Weltstufe 1. Ach du Heilige. Also dann kann ich ja echt... Ach du Heilige. Ne? Wo ist er denn? Ist er schon da? Ja, er ist. Ist er. Wieso brennt der nicht? Doch, der brennt. Oh, oh, oh. Wieso ist denn der jetzt schon da? Well? Was? Well? Wieso bin ich denn so extrem schlecht heute? Also heute ist nicht mein Tag, muss ich sagen. Wir sind jetzt schon Weltstufe 4. Das ist doch nicht wahr. Das ist
Hopfen und Malz bei mir verloren, ey. Was mach ich denn für einen Müll? Oh. Ich glaube, ich kann heute doch nicht so viel aufnehmen, wie ich wollte. Oder überhaupt aufnehmen. Scheinbar bin ich überhaupt nicht in der Verfassung dazu. Hä, wieso treffe ich den da nicht? Hä? Was ist denn das bitte? Ach ja, okay. Irgendwas stimmt doch heute nicht. Ja. Oh. Guck mal. Der fällt gar nicht um. Und das, obwohl wir Weltstufe 4 sind. Kann das bitte sein? Wow, was hat das denn? Gute Butterpack. Oh Gott, wenn der mich berührt, bringt er mich um. Oh, wo? Da. Da ist er. Komm schon, Weltstufe 4. Gib ihm. Helf mir. Nein! 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 Verrecke! Nein! 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 Ich fühle mich sehr schwach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will da hoch. Also. Ich befinde mich heute in keiner guten Verfassung. Ich habe gestern zu viele Bäume gehackt und zerstückelt für das komische Lager da unten. Das Meer wie eine Zeltruine aussieht. Oh, was ist denn hier los? Spinni? Gibt es wieder Spinnis? Oh, hier ist ein, das ist sogar eine Matratze. Sind wir ja richtig? Ach ja, wir müssen da lang. Okay, Munition ist aufgefüllt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Kiste vergessen. Wahrscheinlich schon. Ich neige dazu. Eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Okay. Gut, wir haben das jetzt schon mal geschafft. Wir sind leider Weltstufe 4. Mir ist gerade etwas zerbrochen, als ich die Weltstufe nach unten gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich kann es einfach nicht. Was haben wir denn hier jetzt? Hallo. Wieso ist hier nichts? Wieso ist hier nichts? Das sieht halt alles so geil aus, gell? Wow, ja, was kann ich schon hier machen? Abbauen. Ach da, das habe ich gar nicht gesehen. Voll versteckelt. Ich habe meine Waffe extra nach oben gebastelt und jetzt ist es trotzdem so kacke. Oh, voll geil. Jetzt freue ich mich auf Ratchet & Clank Rift Apart. Spielt ihr Ratchet & Clank? Kennt ihr die alten Teile? Ich muss sagen, ich kenne zwar die PS2-Teile, aber ich habe es noch nie so richtig gespielt, aber dafür die PS3-Teile. Oh, wie ich sie geliebt habe. Vor allem A Crack in Time fand ich mega. Ich glaube, das ist mein Lieblingsteil gewesen. Into the Nexus fand ich dann wieder nicht so geil. Aber Ratchet & Clank Future, das war auch, also Tools of Destruction, das war halt auch schon cool. Aber Crack in Time, das war, schalte die Kultmitglieder aus. Oh. Okay. Hallo. Ich habe Angst vor euch. Wo seid ihr denn, bitte? Hallo, ich bin da. Oh. Okay,
So macht es schon viel mehr Spaß. Oh, was haben Sie da? Was ist da liegend? Oh, nein. Schreien ja genau rein. Oh, hier drüben sind sie alle. Die können schon alle anfassen. Oh, das finde ich geil. Boah. Gebadet in Blut. Das nenne ich doch mal Einsatz. Einsatz in sechs Wänden. Uäh. Klausen. Klausen sollen das. Jetzt wird nicht gegessen. Uäh. Der ist also gefolgt. Der ist uns gefolgt. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Ey. Unfähig. Gibt das so Tage? Oh, oh, hier. Hallo. Oh, Leute. Das ist jetzt, ja, das gefällt mir. Aber ich glaube, das ist so eine Web, da hätte ich mich sogar mit Weltstufe 5 durchrangeln können. Soll ich mal schnell Weltstufe 5 anmachen? Gott, jetzt habe ich bestimmt angeschossen. So, Weltstufe 5. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Ich hab Angst. Soll ich mal Weltstufe 6 probieren? Wäh, ich hätte heute die Folge Weltstufen-Hopping nennen sollen. Wir machen jetzt nochmal hier Weltstufe 6, okay? Und dann gib mal den mal richtig. Dann kommt der Anführer und der gibt mir dann wahrscheinlich richtig. Aber erst können wir seine Hämpflinge umbringen. Weltstufe 6? Was? Wir haben doch Weltstufe 6 gar nicht voll. Das ist ein Fehler. Fehler. Oh, nein, Sniper. Verdammt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Jünger. Hä? Süß. Oh. Hey, die haben mich beleidigt. Voll gemein. Wo ist er, der Sniper? Ich glaube, die haben genauso viel Angst vor mir, wie ich vor ihnen. Hä, hey, wieso schmeißt denn der da was hin? Der hat doch jetzt seinen eigenen Kulti umgebracht. Oh, nein! Geh wieder runter. Nein! Gott. Ist denn da ein Sniper, ey? Boah, das Blut sieht voll ungeil aus, wie das da runterrutscht. So einfach wie so ein Licht. Ist denn da jetzt jemand? Warte mal, wir müssen das mal anders machen. Ist da denn ein... Da? Nee, wo denn? Will man den Sniper hier finden? Ist er... Das ist nicht der... Nee. Da ist er wahrscheinlich. Ist er das? Fanatischer Jünger. Hä? Oh, doch. Das ist er. Oh. Das war ungeil, muss ich sehr ehrlich sagen. Ich habe zu lange gezielt. Komm raus da! Kacke. Drecksvieh. Komm raus! Boah, geil. Also das Problem wird jetzt sein, dass ich da hinlaufen muss. Aber die warten ja da oben alle schon. Die sind ja voll die Ekligen. Voll gemein sind sie, Klaus. Was ist denn eigentlich da hinten los? Ist da ein Feuer? Oh nee, ich habe niemanden getroffen. Das war Kacke. Was sind das für Schlawiners? Na, Klaus! Ich glaube, ich habe... Oh. 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 Ich gehe stark davon aus, dass ich mich wieder überschätzt habe. Spät, Kumpel. Die Anomalie und ich sind schon ganz dicke. Kannst nicht empfehlen. Da ist er. Da ist irgendwo ein Sniper.
Das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt Weltstufe 6 ist. Das muss doch Weltstufe 4 sein. Also viel zu einfach. Ich glaube, das hat nicht umgestellt. Das sieht zwar oben so aus, aber es hat nicht umgestellt. Oh. Bitte hören Sie bitte auf. Das ist sehr unrühmlich. Klaus macht das Ding jetzt klar hier. Komm raus. Komm raus. Oh, da unten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Sniper spiele. Also wirklich nicht. Nee, das muss Weltstufe 4 sein noch. Das geht nicht anders. Fall um. Brennt. Ist jetzt echt nicht verbrannt? Was ist das für einer? Muss doch nicht sein. Wieso kommen die eigentlich nicht mehr runter? Finde ich voll gemein. Die wollen gar nicht meine Freunde sein. Ich will mal da zum Feuer gehen. Was ist denn im Feuer da? Ich will Lagerfeuerlieder singen. Und alle in den Arm nehmen. Na? Bitte? Ich habe so das Gefühl, das geht nicht mehr lange so. Okay, dann machen wir das eben halt so. Oh ja, der ist auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall Weltstufe 4 sein, sonst hätte der nicht schon so viel verloren. Endlich. Hat ja nur 5000 Jahre gedauert. Da oben ist doch noch ein Schlawiner hier. Komm raus. Ich krieg dich. Komm raus. Dang, ey. So. Ja. Blöd war das jetzt. Weil... Das war ja gar nicht Weltstufe 6. Hui. Ich wollte mal hier unten hingucken, was hier ist. Hier war doch irgendwo so ein Feuer. Feuer. Hier hätte ruhig mal eine Kiste stehen können. Och, Entwickler, was soll das denn immer? Die haben überall Wasserflaschen. Ich habe auch Durst. Ich glaube, wir müssen mir gleich was zu trinken holen. Habe ich schon wieder eine Kiste übersehen? Ich hoffe nicht. So, hier ist nichts, das strahlt einfach nur übelst. Well. Nehmen erstmal das da mit, was wir hier gefunden haben. So. Das ist sehr komisch. Wo ist denn hier was? Und hier sind auch gar keine... Wisst ihr, was hier auch nicht ist? Eine Munitionskiste. Finde und eliminiere den Anführer der Kultisten. Hm. Mit der Weltstufe 6. Ja. Wird total einfach. Hey. So, hier ist auch nichts. Wie sind überall diese ekelhaften Spinnenweben? Ah, hier geht's übrigens zu den Ruinen von Moria, wo der Balrog wohnt. Ich will mal wieder Herr der Ringe gucken. Aber die richtige Version, die gute Version. Die Extended Version, die einzig wahre Mission. Version, nicht Mission. So. Klausen, jetzt geht's ab hier. Wir haben keinerlei Munition, also nicht mehr so viel Munition.
Ein Glück kann man hier nicht runterfallen. Wo bin ich denn einfach so doof runtergefallen? Aber Neo! Eliminiere den Anführer. Hör doch auf. Hat er schöne Ecke gesucht hier. Schöne Ecke gefunden, muss ich sagen. Ja. Ja, Haufen Kerzen. Die ganzen Kerzen her. Ja, sieht schon schön aus. Hier werde ich auch wohnen. Ja, hier ziehe ich eine. Braucht noch nicht mal die Tine Wittler kommen. Das nehme ich einfach so hier. Es ist sehr schön. Dann hier los. Eiferer. Was da? Ach, haben die da alle geschlafen? Mist. Oh, was mache ich denn? Kann das sein, dass sie da irgendwie alle geschlafen haben und ich habe sie jetzt einfach geweckt? Das ist der Anführer. Boah, wieso ist der so stark? Boah, der macht auch dieses Ding da, was die anderen haben immer. Oh, nein, hau ab, Klaus! Oh nein! Boah, die sind voll die Boyband. Das sind die so eine krasse Boyband, ey. Wow. Voll die Mega-Boyband. Boah, und das sind auch zwei von denen. Das müssen wir doch schaffen, ey. Das müssen wir schaffen. Ich fühle, dass wir das schaffen irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, wie... Hopp! Ich habe mich wohl mal wieder verschätzt. Okay, ich habe zweimal versucht in Weltstufe 6. Ich würde halt gern mal oben lang. Vielleicht bringt das eher was, wenn wir hier oben lang gehen. Vielleicht merken die das... Oh nein, sie hat es trotzdem gemerkt. Bup, bup. Was für eine Kerbe. Ist doch kein Müll hier. Gebt ihr Kultist hier. Ihr Kultistis. Ich muss weg. Du Heilige, mach denn der da? Wäh? Hör doch auf, ey. Voll unfair. Oh Gott, mach denn der hier? Der macht aber da irgendwas Unschönes. Wäh? Nein, hau ab! Hau ab! Ich fick die Scheiße! Ich finde, du bist ein böser Mensch. Oder was auch immer du bist. Wäh, sterb. Nein, er macht sein Ding. Hör auf. Haben wir es echt geschafft? Haben wir es echt auf Weltstufe 6 geschafft? Wow. Wow, 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 wow. Wir sind echter. Wir sind der Feuerhawk. Steht auf. Nein, nimm sie. Klaus, du musst sie nehmen. Nein, Klaus, das sind deine Untergebenen. Oh, Klausen. Oh, Klaus, Schmollmund. Wir haben ja was zum Lesen gefunden. Neue Auszeichnungsdingsbums. Yay. Oh. Gigantische Oh, was, das haben wir noch gar nicht abgeholt. Interessant. Oh. Nee, Belohnung haben wir doch schon abgeholt hier.
Geschehen? Oh nein, wir haben keinen Klassenpunkt. Finde ich sehr schade. Was haben wir denn hier alles? Was haben wir denn hier? Brandbombe. Okay. 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 Oh, 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 okay. Ich glaube, wir gehen dann erstmal zum Zehedi-Mann. Aber erst wollte ich das doch hier lesen. Ach nee, das sind ja die Notizen des Anführers der Kultisten. Predigt. Wir alle sind Kinder von Enoch und wir, wie alle Kinder, suchen wir nach der Wahrheit. Doch die einzige Wahrheit, die ihr finden werdet, liegt in diesen Bergen. Die Kälte lügt nie. Der Wind diskriminiert nicht. Die Anomalie wird euch täglich Gnade erweisen. Doch hier unten gibt es nur Laster und Verrat. Erinnert euch an eure Eltern, daran, wie sie ihre Meister um Reste angebettelt haben, wie sie euch in ein Leben des Kriegs verkauft haben, nur um noch etwas länger leben zu können, wie sie euch die Lüge aufgetischt haben, sie würden euch lieben, nur um noch etwas länger mit sich selbst leben zu können. Mein eigener Vater, mein eigenes Blut behauptete damals auf der Erde, den göttlichen Willen zu kennen, als wir noch in der Finsternis lebten. Er kam als Prophet nach Enoch und ich huldigte ihm. Doch als er sich der Anomalie gegenüber sah, zeigte sich, was für ein Scharlatan er war. Was für ein Feigling, wie viele, die so waren wie er, haben versucht, euch zum Kampf zu verpflichten, euch auf die Knie zu zwingen, euch euer Leben für ihre eigenen Zwecke zu stehlen. Aber ihr seid noch hier, während sie im Schlamm verrotten. Warum? Was macht euch so besonders, wo ihr doch mit eigenen Augen mit ansehen musstet, wie unzählige eurer Brüder und Schwestern ein schlimmes Schicksal erlitten? Ich sage euch warum. Weil ihr keine Angst habt vor dem Tod. Ihr habt Angst vor dem Leben. Und das ist die Strafe. Für eure Sünden. Zu leben und dabei zuzusehen, wie alle anderen den Tod finden. Aber warum solltet ihr mir glauben? Auch ich werde euch belügen, euch betrügen, euch verraten. Ich bin nicht besser als ihr. Ich brauche die Anomalie genauso wie ihr. Nur Blitz und Donner können uns aus diesem verdorbenen Hüllen befreien. Aber zuerst müssen wir uns würdig erweisen. Erst dann kann uns die Umarmung der Anomalie in die Ewigkeit tragen. Oh, ich wäre gern Vorleser. Ja. Was haben wir noch? Wir hatten doch noch hier, warte mal, Gegner. Irgendwie haben wir hier einen vergessen. Anführer der Kultisten, Salem Koresh. Jetzt hat er so ein hässliches... Oh nee, jetzt hat er so voll dieses hässliche Ding an. Wo sind das die schönen Klamotten hin? So gehet nun und gebt euch der Anomalie hin. Salem Koresh, der Anführer des Kultes der Anomalie, dessen Zentrum in den Bergen der Eagle Peaks liegt, ist eine auf perverse Weise charismatische und manipulative Figur, die Soldaten durch Gehirnwäsche dazu bringen konnte, sich seinem Todes... Kult anzuschließen. Salem war in Eagle Peaks stationiert und arbeitete am Funkturm, als er von einem heftigen Anomaliesturm, der ihm das Gesicht zerfetzte, zum Teil verändert wurde. Er verschwand in den Bergen, aber nicht für lange. Er bastelte sich eine Maske, um seine eigene abscheuliche Fratze zu verbergen und erfand sich neu, als Guru eines Kultes der Anomalie. Es gibt Gerüchte, dass Salems vielgesichtige Maske die Allgegenwart der Anomalie ihre Fähigkeit belebte, wie unbelebte Materie zu durchdringen, repräsentieren soll. Und wie die Anomalie können seine vielen Gesichter direkt in unsere Seelen schauen. Salem Koresh ist ein begabter und betrügerischer Redner, der eine Menschenmenge mit seiner Rhetorik zur Gewalt anstacheln kann. Er nennt sich selbst einen Halbgott und die meisten derer, die ihm folgen, glauben ihm. Er gilt als labil und gefährlich und man sollte nicht zögern, ihn umgehend zu eliminieren, wenn man ihm begegnet. Ich hab das umgehend gemacht, das Ding, ey. Auszeichnung Stufe 7. Haben wir doch schon abgeholt. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Es hat ja doch auf Weltstufe 6 mal irgendwas geklappt. Yay! Also wenn ihr bis zum Ende dran gewesen seid, dann habt ihr meinen Erfolg miterlebt. Wenn nicht, dann habt ihr es scheinbar nicht ertragen. Wie ich vorher versagt habe. Ja, vielen Dank, dass ihr
mit dabei gewesen seid. Morgen geht es natürlich weiter, dann werden wir uns erstmal hier umschauen in der wunderbaren Höhle. Mal gucken, was hier die Tine Wittler alles hingestellt hat und ob der Klaus hier tatsächlich einziehen möchte. Und dann werden wir morgen mal sehen, ob wir tatsächlich zu den Rebellen gehen. Mal schauen. Wahrscheinlich, also wir müssen ja auf jeden Fall dahin, wo soll man sonst hin? Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.